ich habe das auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung gesehen und dachte mir, das ist das perfekte Stipendienprogramm, was auf mich zugeschnitten ist. Es fördert junge Journalistinnen und Journalisten und dann auch noch Leute mit Migrationshintergrund. Und ich dachte mir, dafür muss ich mich auf jeden Fall bewerben. Ich möchte Journalistin werden, weil ich etwas auf der Welt verändern möchte, weil ich sehr gerne schreibe und das meine Art ist, die Welt zu verändern. Ich möchte die Leute auf Missstände aufmerksam machen, was in der Welt nicht gut läuft und wie wir es verändern können. Also ich möchte sozusagen über mein Schreiben die Leute aufwecken. Wichtig, dass das Programm ja viele Informationen bietet. Also es geht sowohl um Handwerk als auch um, ich sag mal, den größeren theoretischen Zusammenhang, also Medienpolitik, wohin entwickeln sich die Medien, Medienethik, als auch ganz handfest praktische Erfahrungen zu sammeln. Als ich 18 war, war ich naiv so ein bisschen und habe gedacht, ja, wer gut ist und viel arbeitet, der wird es schon schaffen. Und im Journalismus ist es leider so, dass das alleine nicht ausreicht, sondern dass man auch Kontakte und Netzwerke braucht. Und ich glaube, das Programm bietet das wirklich in einer exzellenten Weise, dass man über die Medienpartner, über die Medienpartnerin, über die Veranstaltungen, aber auch über informelle Kontakte an Praktika kommt, an Volontariate, an Aufträge, aber auch einfach so, um Leute kennenzulernen. Und das hat mir das Programm auf jeden Fall geboten. Das Stipendienprogramm bin ich auch das erste Mal in der Redaktion gewesen, habe die besucht und mir angeguckt, wie die Leute da so arbeiten und habe da eigentlich spontan bei diesem Besuch entschieden, ich würde mich gerne hier bewerben. Das habe ich dann auch gemacht, es hat geklappt und jetzt bin ich inzwischen im 5. Jahr bei der TAZ. Unser Land ist vielfältig, hier leben ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, was die Herkunft anbelangt, was die Religion anbelangt, was die sexuelle Orientierung anbelangt. Und das muss sich in den Redaktionen widerspiegeln, damit diese Vielfalt sich dann letztlich auch in den Produkten, in den journalistischen Produkten widerspiegelt. Ich habe in dem Sinne davon profitiert, dass eben immer wieder mal Vertreter von diesen einzelnen Zeitungen oder von diesen einzelnen Medien bei uns in der Stiftung waren und uns was erzählt haben oder Workshops geleitet haben. Und da ist es natürlich toll, von jemandem einen Workshop zu bekommen, bei dem man immer wieder in der Zeitung, dessen Namen man immer wieder in der Zeitung liest. Ich glaube, man muss Durchsetzungsvermögen haben, man muss auch stressresistent sein, manchmal muss es ganz schnell gehen. Man muss wortgewandt sein und gut schreiben können. Und ich denke, man muss auch ziemlich klug und clever sein und aufgeweckt, dass man gewisse Dinge schreiben kann, so wie man sie sagen will. Durch die Partnerschaften der Böll-Stiftung ist es halt ein wahnsinniger Vorteil, dann tatsächlich in den Redaktionsräumen zu sitzen oder ins Studio zu gehen und Tonaufnahmen zu sprechen und ein direktes Feedback zu bekommen von Leuten, die wirklich vor Ort irgendwie in der Medienpraxis arbeiten.